Löse die trigonometrische Gleichung 3 mal Cosinus Quadrat von x gleich Sinus Quadrat von x mit x zwischen 0 und 2 Pi. In der Anfangsgleichung ersetzen wir Sinus Quadrat von x durch 1 minus Cosinus Quadrat von x und das durch die Grundformel der Trigonometrie. Diesen Term minus Cosinus Quadrat von x setzen wir links vom Ist-Zeichen. So haben wir auf der linken Seite 3 Cos Quadrat von x plus 1 Cos Quadrat von x, also 4 Cos Quadrat von x. Und dann ist die Gleichung 4 Cos Quadrat von x gleich 1. Demzufolge ist Cosinus im Quadrat von x 1/4. Also ist Cosinus von x plus oder minus 1/2. Wir bedienen uns jetzt des trigonometrischen Kreises, um weiterzumachen. Zuerst zeichnen wir diese zwei Cosinuswerte ein, also auf der x-Achse zeichnen wir minus 1/2 und 1/2. Und um die Winkel x herauszufinden, von denen diese zwei Werte der Cosinus ist, brauchen wir von diesen zwei Punkten aus nur die Senkrechten bis zum trigonometrischen Kreis zu zeichnen. Und so finden wir diese Winkel. Der Cosinus von Pi Drittel ist 1/2, der Cosinus von 5 Pi Drittel aber auch, der Cosinus von 2 Pi Drittel ist minus 1/2, der Cosinus von 4 Pi Drittel aber auch. Und somit haben wir diese vier Lösungen und ich habe sie so beschrieben, dass alle vier Werte effektiv zwischen 0 und 2 Pi liegen. Demzufolge bilden diese vier Winkel die Lösungsmenge dieser trigonometrischen Gleichung.